Hallo, ich bin die Dennis und ich bin hier in St. Moritz bei dem Bilderberg-Treffen, hier in dem Hotel. Habe mich der Gruppe We Are Change in Zürich angeschlossen, habe ein paar gleichgesinnte Menschen gefunden, die mitdenken, die mitwirken und die auch aktiv sind. Und ich möchte auch Menschen erreichen, ob es im Privatleben ist, ob es in der Familie ist, ob es außenstehende Menschen sind, zu erklären und zu sagen, dass es mehr gibt als nur das, was man uns vorgibt. Wir werden systematisch manipuliert auf dieser Welt. Und zwar schaltest du deinen Fernseher ein, guckst du in die Zeitschriften, alles ist gefaked, alles ist so gemacht, dass wir abgelenkt sind, dass wir denken, die Welt scheint so zu sein, wobei die Welt viel mehr ist. Die Bilderberger Gruppe, die hier sitzt, sie entscheidet letztendlich, wer gewählt wird, wer an der Macht ist. Ich meine, sie sind an der Macht und wir haben Präsidenten, wir haben Bundeskanzler, die eigentlich selber nur Marionetten sind und das alles ausführen, was in dieser Welt geschieht. Wir werden gelenkt und ich kann da einfach nicht mehr hinsehen. Googelt, We Are Change gibt es nicht nur in der Schweiz, es ist international. Guckt euch Blogs an, schließt euch auch vielleicht eine Gruppierung an oder wenn ihr einfach interessiert seid, was alles so passiert. Wenn man einmal mit irgendeiner Sache anfängt, sei es jetzt irgendwie die Nahrungsmittelindustrie oder die Banken oder das Geldsystem, schaut nach und informiert euch. Und danach werdet ihr sehen, dass es doch mehr ist, wie man uns erzählt. Und dann werdet ihr weiterhin reinkommen in die Thematik und auch mit der Zeit verstehen. Auch, es wird auch verwirrend sein, weil es gibt natürlich auch Themen, die extra so gesetzt worden ist, um uns abzulenken oder um uns auf eine falsche Fährte zu führen. Also was ich mache, ist, dass ich mich dieser Gruppe angeschlossen habe und mitwirke und mitdemonstriere und auch den Menschen, die da hinten sitzen und ihr Kaffeekränzchen im Privaten halten, zeige, ich weiß es, dass es euch gibt und das sollen sie auch wissen. Ganz klar. Und ich appelliere auch an die Menschen draußen, mehr die Augen aufzumachen, wirklich weitsichtiger zu denken, alles zu hinterfragen, warum das so ist. Es gibt nicht immer für jedes einen Beweis, aber wenn man ein bisschen recherchiert, dann setzen sich auch die Puzzleteile. Ich meine, es ist doch wohl klar, wenn man ein Mensch ist, der denkt und offen ist, dass irgendwas nicht stimmen kann. Es kann einfach nicht alles stimmen, was so passiert, dass überall Kriege, Aufstände sind und dass umso mehr Menschen mitziehen und mitwirken, denke ich, dass wir auch diese Menschen irgendwann mal auch stoppen können. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht in 10 Jahren, aber vielleicht auch in 100 Jahren, weil wir müssen bedenken, wir haben noch Kinder, es gibt dann Enkelkinder und diese Welt soll auch weiter bestehen und eine neue Weltordnung. Das ist eigentlich nicht das, was eine neue Weltordnung, man versucht es immer zu verschönern und zu sagen, es ist alles toll und das machen wir nur für euch, es ist gut für euch. Und im Prinzip ist es gar nicht, es ist eine reine Versklavung, eine reine Kontrolle. Wieso ist es wichtig, dass die Menschen das verstehen? Die Menschen müssen das verstehen, damit wir ein Leben auch irgendwo in Frieden leben können, dass wir selber Entscheidungen treffen können, dass wir raus aus der Versklavung rauskommen. Ich meine, wie viele Menschen gehen arbeiten tagtäglich wie Roboter und am Ende des Monats hat man nicht mal Geld über. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und es werden uns Illusionen vorgesetzt, wie das Leben sein könnte. Wir müssen diese Menschen stoppen, dass sie keine Macht mehr über uns haben. Sie sind mächtig, sie sind reich, das ist richtig. Aber sie sind nicht unbesiegbar. Sie sind absolut nicht unbesiegbar. Und wir sehen natürlich auch, es gibt Menschen, jetzt ist es ein kleinerer Teil hier, weil wir verteilt sind, die das auch alles wissen. Und wir gehen auch dagegen vor. Aber umso mehr Menschen wir sind und umso mehr Menschen wir erreichen können, können wir auch viel mehr bewegen und diese Globalisierung stoppen. Es ist super wichtig, dass wir aufeinander hören, weil du bist die ganze Zeit nur dabei, das auszuführen und dich kontrollieren zu lassen und hast im Prinzip keine eigene Entscheidungsmacht. Diese Menschen sind unsere Besitzer im Prinzip. Und kein Mensch möchte besitzt werden. Jeder denkt, er ist frei, aber er ist nicht frei.